Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge durchgelacht mit den einzig wahren Pucki Brückmann Brücktus. Oh, das hat nicht ganz gepasst. Ja, schön, dass du da bist, ne? Hallo, na? Wir spielen eine Kombo und die hat Pucki mir so vorgestellt. Davon wurde ich richtig weggefickt. Er hat nicht genau da. Oh! Oh! Ja, vielleicht habe ich den eh jetzt wirklich auf Level 1 geskillt, aber es war auch sehr verlockend. Ich würde mich niemals so ausdrücken, so pflegelhaft. Ne? Ja, das stimmt, genau. Das stimmt. Ich bitte das zu entschuldigen. Dieses Gerücht, was ich in die Welt gesetzt habe. Ja, wir spielen Swain Soraka. In der aktuellen Meta geht ja einiges. Und seit auf der Botlane keine Elixis mehr Meta sind, ist Poké auch wieder Challenger, ne? Muss man auch mal sagen. Nice Flame direkt mal. Alter, hast du die letzten Cast gehört, wo ich dich gecastet habe? Du musst die, hab ich nicht, ne. Oh, die musst du wirklich nachgucken, Alter. Ich hab, weißt du, da ist es rausgedonnert, ne? Da war das Lob groß, ja? Hoffe ich doch. Ja, das Lob war auch da, auf jeden Fall. Ich hab zum Beispiel dich gelobt mit, manchmal hat man echt das Gefühl, Brocky besitzt zwei Hände. Oder nice. Schön, dass er seine rechte Hand gefunden hat. Ich war richtig in Lauf mit dir. Sehr lieb, sehr lieb. Ja, aber läuft ja. Glückwunsch dazu. Sonntag haben wir ein Wiedersehen, quasi Date Night, in Hamburg. Ihr könnt auch dahin. Viel Spaß. Hashtag Werbung oder wie? Habe ich jetzt auch überlegt, ne? Ist das jetzt so eine Produkt? Nee, das ist ja nicht bezahlt, aber das Event ist bezahlt. Das ist tricky, Jungs. Ah, guck mal da. Oh. Ich hab getroffen, actually. Ja, es ist mir aufgefallen. Mein Elektrocute hat auch getroffen. Schön. Guter Laufweg. Oh, nevermind. Challenger, ne? Da ist er. Ja, komm. Das Minion wollte ich. Und das Minion habe ich. Was sagen die Mana-Kosten? Kam mir immer viel höher vor bei Swain, vielleicht. Ja. Du kriegst ja Mana zurück, dann Minion lasst du das immer noch, oder? Da warten wir mit Spells. Irgendwie so. Eine coole Fähigkeit auf jeden Fall. Ja. Lass Level 2 werden, dann können wir Sachen machen. Ja, ich wollte gerade queuen, dann ist mir aufgefallen, ich bin noch gar nicht Level 2. Ja. So, und wenn du jetzt jemanden snarest, ne, dann werden die so hart. Ah, da freue ich mich. Ich sag's mal in deinem Jargon. Nee. Nein. Nee. Ach doch. Nee, sag ich nicht. Darfst du. Weggefickt? Darf ich ja, sagen? Darfst du sagen. Ich hab Poké. Ah, komm, den. Ah! Ah! Ja? Nee. Hab ich mir. Lol. Na gut, das ist jetzt interessant. Ja, sag ich doch, ne? Wie ist die Kombo? Ich wollte gerade sagen, habe ich mir spektakulärer vorgestellt. Wollen wir die auch noch? Nee, komm. Eventuell hat der Esfeld, also der hat schon sich sehr schlecht angestellt, aber ich habe mich vielleicht im Turniergame noch schlechter angestellt. Man weiß es nicht, ne? Was ist eigentlich hier los? Kommst du? Ich habe kein E. Ja, ich habe kein E. Ja, weiß auch nicht. Na gut. Du hast es noch schlechter gemacht als der. Ich habe mich einfach nur snaren lassen, weil ich tot. Oh, ist auch nicht schlecht. Ja gut, das läuft ja supi. Weiß auch gar nicht, warum du hier Teleport dabei haben wolltest, ne? Meta prängt, Swain immer mit Ignite und Electrocute. Und der Supporter overstayed prinzipiell, das ist auch wichtig. Boss hat Gold, ne? Boss hat Gold ganz dringend sogar. Er nimmt Support auch noch auf Lane, ne? Komm, ich chill sogar noch ein bisschen. Oh, jetzt wirst du cocky. Ich trap die hart. Oh, okay. Oder? Aber der Astral ist halt unberechenbar, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ich hab mein E gemisst auf dem. Ja, ist okay. Ja, aber ich spiel. Du hast ja vergessen zu erwähnen, dass ein Challenger-Game hier ist, ne? Ja, also ich habe mir einen Challenger-Account geholt. Genau. Den umbenannt in Spin Johnny. Ich muss kurz gucken, welcher Account. Immer wenn ich aufnehme, Leute, habe ich übrigens so 76 Q-Versuche, bevor da was geht. Oh ja. Sind wir jetzt ready? Ich bin ready. Du auch? Ja, dann also. Die Nami, ne? Oh, was? Mann, das sieht aber auch immer so aus, als hätte das Ding eine große Range, ne? Hat es ja eigentlich auch, aber. War auch zu spontan für die Nami. Einfach auf cooldown wieder versuchen und dann war drin, ne? Ah, irgendwann wird das was. Zack. Das ist immer noch kein Champion irgendwie. Das fühlt sich alles nicht schön an bei Swain. Ich find's auch nicht schön, übrigens. Also ich spiele Swain nicht, weil er einfach keinen Spaß macht. Der ja. Ist zwar mega gut, aber der macht einfach keinen Spaß. Ja. Der S? Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich muss mich kurz einen Ticken zurücknehmen. Ich bin zu heiß. Bin zu wild. Ja. Es ist aber auch für mich halt was Besonderes, ne? Mit einem Challenger-Spieler zu spielen. Ist halt doch immer wieder. Ist toll. Freue ich mich. Ja, same, ne? Same. Ja, same. Ich bin Full Mana übrigens. Und ach, Mann, das hat gar nicht so viel Range, wie es immer aussieht. Ich gehe mal Pink War und ich habe ein ganz mieses. Oh. Dann mach ich. Oh.
Ja, der hat... Der hat noch Flash, der SP? Ja, ist ja egal, ne? Hat mich jetzt aber auch überrascht. Der ist also reingeäht und hat dann gesagt, nö, Flash brauche ich nicht, oder? Ja, scheinbar, ne? Habe ich jetzt aber im Nachhinein noch gar nicht so in Erinnerung gehabt. Aber ne. Ich dachte, der reingeht und der dann geflasht direkt. Ja, hätte ich jetzt auch so im Kopf gehabt, aber ich meine, ist ja öfter mal was Neues. Boah, ist mein Push cool. Ach so, cool. Ich schlafe so. Ein wenig. Ja, ist kein Ding. Es war sogar gar kein passiver Flame, sondern Flame gegen Swain. Ah, Premium. Ja, die Lane läuft bis jetzt sehr solide, muss ich sagen. Ne? Hab ich nicht mit gerechnet. Oh, Sia. Oh, nice. Das war... Der ist geflasht, ne, oder? Ja, der ist geflasht. Wie sich das gehört. Das ist jetzt ein bisschen verletzend und gemein und richtig. Ja, komm, gönnen wir uns Boots. Was hat mein W für eine Range? Oh ja, das ist nett. Ich spiele in letzter Zeit den ganzen Tag Nocturne. Und immer wenn ich jemanden ulte, stell ich mir vor, ich bin Arguin. Das ist einfach... Du bist so eine richtige kleine Meta-Ho, oder? Übel geworden, ne? Irgendwann hat es mich ja so abgefuckt, dass alle die ganze Zeit rumheulen von wegen Johnny kann Champion Pool, dass ich ja gesagt habe, in Kimo Spannau diese Season spiele ich jeden Champion nur einmal. Und dann habe ich halt angefangen, einfach Champions zu üben, die gerade Meta waren. Und zum Beispiel Nocturne ist ein kompletter Free-Edo-Train. Bin ich ehrlich. Das ist halt... Ich darf an Yi erinnern, den er auch viel gespielt hat. Ja, Yi habe ich auch komplett abused. Das war auch schön. Yasuo eine Zeit lang auch. Das war besonders schön, weil 80% Winrate mit einer 1,15er KDA oder so. Das war mein Premium. Die Frage ist, warum eine Zeit lang, ne? Muss man ja mal hinterfragen dann auch dabei. Warum ich den nur eine Zeit lang abused habe? Ja, weil der auch immer noch komplett... Ja, ich weiß, aber... Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe immer so Wochen, wo ich bereit bin, mechanisch anspruchsvolle Champions zu spielen. Und dann spiele ich halt mein Malzahar, ne? Da bin ich ehrlich. Also, ich kann halt nicht... Ich stehe nicht jeden Morgen auf und habe Lust auf Yasuo. Gerade on-stream, ne? Also die Gefahr mit Yasuo, dich zu blamieren, ist halt deutlich höher als mit anderen Champions. Und ich war halt auch wirklich ein notorischer Interner. Oh. Oh, was? Den musst du erstmal missen. Ich habe das Gefühl, der Fiddle kommt gleich. Ah, da ist auch ein Ping. Könnte man bei Gelegenheit mal clearen. Soll ich halt Support machen, oder was? Nee, du bleibst hier. Ja, Wir killen ihn. Es ist halt wirklich, ne? Also... Ja, was ist denn, wenn der Fiddlesticks da kommt, ne? Ja. Dann ist der Keule wieder groß, du. Oh. Weil der Fiddlesticks ist auch jetzt schon hier. Der steht da mit dich ulten. Ich sag's dir. Dann killen wir den halt. Ja, weil jetzt da ist eine Ahri, sag mal. Oh. Und ja. Ich hab was gefunden. Ja, dann mach was draus, ne? Ja, ist easy. Oh, ist doch nicht easy. Sag ich doch, Sven. Ah, ganz, ganz entspannt. Tiefenentspannt. Einfach mit dem Gesicht rein in den Turret. Ultimate missen und trotzdem killen. Das ist genau so ein Champion. Da sehe ich mich. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte das sofort clearen können, bevor die Nami killen. Achso, du hast den Clear dann auch noch abgebrochen. Natürlich. Ja, dafür kann ich ja nichts. Um einen entscheidenden Q-Spell zu machen. Darüber kann man streiten. Ne? Entscheidend wäre der eh gewesen, aber ich will ja nicht irgendwie meckern, aber... Als der Fiddle hier geultet hat, hätte ich von den Challenger-Player erwartet, dass er gegen Flash. Ich war gecharmt schon von der Ahri. Weißt du, die habe ich ja Flash-Check vorher. Okay, dann hätte ich erwartet. Ping nur meine Summoners, das macht auf jeden Fall dich beliebt, denke ich. Ja. Bei vielen Menschen. Da bin ich rein. Ach so. Macht. Oh. Ja, komm einfach her. Okay, nevermind. Du hast das ja. Oh shit, ich hätte den mit der Passive sogar ziehen können. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Weißt du, wenn du anfängst, Skillshots zu treffen, ist das für mich halt sehr verstörend. Da kann ich nicht, kann ich reagieren. Guck mal, was macht denn der S jetzt eigentlich? Eht der? Nee, okay. Wollte das mal testen. Ist ja egal, ob der eht. Wenn du gefischt kriegst, dann gehe ich drunter und er ist RIP. Ja, das stimmt. Das ist schon... Also ich muss sagen, so von der Combo her fühlt sich das schon so an, als wären wir Assi. Und vor allem hat der E ja auch keinen Cooldown bei Swain. Ich kann ja schon wieder missen. Das war wirklich nur die Combo, ne? Ansonsten wie ganz Liebe. Ja. Ah, guck mal. Da hat jemand schon wieder Bock auf uns. Ah. Ach, so ein Pinkwort da ist doch lame, oder? Alter.
Okay, also wann immer ich mein E treffe, was jetzt nicht unbedingt der schwerste Skillshot der Welt ist, stirbt jemand. Das ist richtig. Schön. Das ist der Plan, ne? Ja, okay. Wie nennt man so eine Kombo denn? Ist das... Oh, ah. Hm. Ja, können wir eigentlich diven, ne? Hm. Ah, komm. Face Dive. Ja. Gefällt mir. Oh. Nee. Okay. Ja. Ich muss zugeben, da hat jetzt. Fühlt sich ein bisschen nach Soja an. Also, sie hat nicht so viel Switcher getroffen. Ja. Kann ich so unterschreiben. Ich bin aber auch überrascht, dass die 4-0 steht. An uns kann das nicht liegen. Nee. Generell. Hört man überraschend viele Kills für die Gegner hier. Mit Garen Toplane diven, was gibt es mehr worth als dieser Move? Weiß ich auch nicht. Was machst du denn als zweites? Eigentlich ja. Hast du E gemaxt eigentlich? Nee. Gut, okay. Ich glaube, tatsächlich. Finde ich aber schön, dass du mir das zutraust. tatsächlich, ja. Das ist schon mal schön. Die Sache, das Problem daran ist, ich habe es gemacht beim ersten Mal. Och nein, komm. Doch, wirklich. Ich wurde letztens ja von einer Rengar-Eiwan-Kombo komplett überrollt. Die Kombo würde ich eigentlich auch nochmal gerne spielen wollen. Haben wir die nicht schon mal gespielt? Wollten wir nicht schon mal spielen? Ich glaube, Rengar war mir immer zuwider. Was wir gemacht haben, war doch Rennington-Eiwan. Oh ja, sowas. Ah ja. Haben wir schon gespielt sogar. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, hab ich das hochgeladen? Ja, wahrscheinlich, ne? Wir nehmen selten auf, dass ich nicht hochlade, weil entweder ist es gut, weil wir gut sind, oder witzig, weil wir dumm sind. Oh. Der kleine Autofill-Support, Heino, ist... Ich glaube, ich sterb leider auch. Wow, okay. Rein, raus, ich weiß nicht, die ist schon stark. Ja, ich wusste es auch nicht, aber... Ich dachte, den S gönnen wir uns noch. Finde ich aber schön. Wow! Da habt ihr ein bisschen von der Kommunikation bei ESG mitbekommen. Ja. Oh, wow, no way, Penta, schön. Ah... Jetzt ist ja langsam die Zeit, wo ich so Stats rauskrame und so und auch Stats geliefert bekomme von ne, unserem Stats-Team quasi. Ist schön. No Way, Stats? Ja, sowas wie No Way macht die meisten Solo-Kills in der ESL-Meisterschaft. Ist das so? Scheinbar. Okay. Und Polky macht die wenigsten Auto-Attacks gegen Pink Wards. Du bist der Carry, ne? Das komm, ist ruhig. Wollen wir? Ja. Die slowt sich selber. Die ist aber hier drunter nicht ein Vogel ran, ne? Ah, komm, raus für der Ult. Hätten wir noch einen Schritt weiter gehen sollen für. Komm. Ah. Keine Ahnung, ob das jetzt getroffen hat oder nicht. Achso, du machst deinen Silence jetzt also unabhängig von der Combo? Zerstörst ja, ich warte die ganze Zeit, aber da kommt ja auch nichts rum, ne? Oh, okay. 9 Sekunden. Guten Tag. Ja, da kommt halt nichts rum. Edge hätte in meinen Q geredet, das ist mega nice. So, okay, ich warte jetzt auf dich, ja? Nee, ist okay. Alles wartet auf dich. Wenn du keine Kills haben willst, ist das ja in Ordnung. Nein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Phil 6 hier steht, ist bei 90%. Können wir die beiden fighten? Oh, du bist echt mutig. Wenn ihn jetzt Er war da oben, ne? Ach, irgendwie ist das denn los mit dem W. Ja. Lass sie mal kommen, oder? Ja, sicher. Komm, es, du willst es auch. Okay. Sind die da wirklich noch drin? Ja, hallo. Damit hat ein Viertel keinen Flash mehr? Ja. Ah, können wir jetzt fighten? Ich hab aber noch 9 auf Ult. Ja, auf E, meine ich. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Ich hab einen Flash gezogen dafür. Haben wir einen Kill gemacht mit damit oder haben wir keinen? Ich habe dann Flash bekommen für von dem Fiddlesticks. Mhm. Ist der Fiddlesticks mein Lenkgegner? Oder? Ist er im Moment. Ist er in den letzten 3 Minuten hier. So. Na gut, das ist leider ein gutes Argument. Braucht der Hilfe? Jo. Nee, der sieht gut aus. Komm, den S haben wir. Oh, mach ich noch keine Angst. Komm, ich. Sohn sie weg. Da? Kommst du ran?
Der Max den Brain, lol. Ja. Was? Nee, jetzt sag doch sowas nicht. Okay, ich hab bald weh. Der dodgt die. Niemals. War er überhaupt dafür? Klar. Lol. Oh, hier ist noch einer. Warte mal, wo bist du denn? Sag mal. Ich geh mir jetzt die Ari holen. Ja. So. Ne? So, dann komm ich gleich wieder zu dir, ne? Ist gar kein Problem. Ja, ist kein Ding, ein Gottes. Okay, alles gut. Brücke allein zu Hause. Okay, ja, das What? Der hat noch Ult, ja? Die Garen Ult hat eine große Range, sag ich jetzt mal. Das ist natürlich ein bisschen unlucky, ne? Ja, machst du nix, ne? Steckst du nicht drin. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich bin. Oh, was? Es steht 12-12? Die Ari steht 8-1. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, die Karma wollte eigentlich, hatte für Support gequeued. Und dann haben wir gefragt, jo, wäre das okay, wenn der Pocky Support geht? Und meinst du, jo, kein Ding. Weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ist ja fein. Dein Majors ist aber auch so ein bisschen ein Markenzeichen, ne? Selbst aus Swain. Immer. Also ein Game, wo man keinen Zurückzieher bauen kann, das muss erst erfunden werden. Entweder ist man vorne oder man ist hinten. Und in beiden Fällen ist Zurückzieher einfach klasse. Ich hole mir hier unten den Turret, ne? Und ich gehe, glaube ich, Mitte mal die Hand halten von der Kammer. Ah, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube, da musst du schon was anderes von halten. Beide Hände mitnehmen müssen und wegreißen. Lass das. Oh. Der S macht hier Faxen bei mir. Aua. Kommt hier was Botlane? Nee, ne? Vielleicht eine Nami. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ein Champion wie Ahri normalerweise nicht so viel Damage macht. Sagen wir, wie das passieren konnte. So, Jungs, der wird hier in den Busch queuen. Aber ich stehe so weit rechts, dass er mich nicht trifft. Da wird er overextend und sterben. Was wird passieren? Der kommt hier, schießt hier vorbei und dann kill ich ihn. Der kommt von hier, schießt hier vorbei und dann kill ich ihn. Ja gut, oder das? Oder er queut nicht und eht auf die Lane. War die etwas weniger durchdachte Variante. Oh, shit. Na gut. So, jetzt bist du... Die hat einen Mental Breakdown, die Karma. Oh. Wie ist denn das passiert? Also, bis ich die Ari sehe, fasse ich hier kein Minion an. Ich glaube, die wundert mich gleich. Also, ich sehe sie noch nicht. Was macht denn jetzt die Karma hier? Das kann auch nicht. Vor allem, ich wollte die supporten und jetzt rennt die von mir weg. Ja, irgendwie habe ich jetzt hier unten überraschend viel Backup. Ja, ne? Über den Lane rumspielen. Gut, 18 Minuten zu spät, aber... Oh, ich komme, aber ich weiß ja nicht, ob wir die Ari fighten können. Aber ich habe einen Verdacht. Okay. Oh. Oh, da war Damage. 10 HP, mehr brauche ich nicht zum Leben, ne? Okay. Also ein fetter Swain spielt sich deutlich angenehmer als ein nicht fetter Swain, ne? Ich weiß, es ist jetzt nicht so die Überraschung des Tages. Aber das ist schon was Besonderes. Muss ich zugeben. Der Spitzel ist trotzdem nicht cool, finde ich. Melee an den Gegner ranzugehen und dann nur so ein bisschen auch. Also wenn du jetzt nicht 11-0 stehst und Meta ist baust, dann streichelst du den Gegner halt nur so ein bisschen. Ja, ja. Aber wenn EWQ halt ein Kill ist, spielt sich's cooler. Ich hab richtig Bock hier rüber zu flashen, wenn der Asteroid wieder auf die Lane geht. Hätte einfach die Wave durchpushen können, damit er was verliert, aber... Das ist nicht zielorientiert, weißt du auch. Komm, Nami läuft garantiert den Weg. Macht sie sogar wirklich. Oh. Mhm. Ja. Danke für die Hilfe. Du hast deine Stacks schon, ne? Ja gut, das ist halt ärgerlich, ne? Ansonsten könnte ich dich flamen. Oh.
Level 6 hier oben, ne? Siehst du? Ja. Siehst du? Siehst du? Lol. Spannend. Ja, da konnte der von hier oben out of vision hier reinspringen. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Boah. Ich muss sagen, so ein Wede, so eine mittelschwere Atomexplosion, das hat was. Braucht halt irgendwie Mana. Oh. Ja, ich habe hier Gegner gefunden. Mann, da habe ich mich selbst outplayed. Ah, ich bin ein bisschen nervös, aber ich habe eigentlich Bock. Ich sag dir jetzt schon mal, was im YouTube-Kommentar stehen wird. Was denn? Hey Johnny, wenn du den nach dem E-Cast sofort den W castest, könnt ihr den W nicht ausweichen. Oh, okay. Ich dachte, es ist dieses LOL, verlangweilig, dass ihr es in Flex gemacht, wo keiner tryhardet. Ja, das. Da habe ich uns auch ein bisschen gesehen. Muss auch sagen, ich bin gerade in so einer kleinen Lethargie gefangen. Oh, ja, das macht auch viel Spaß, muss ich sagen. Über die Distanz Kills zu stehlen, ist halt mit das Coolste an Swain. Ich besitze halt 4000 Gold, vielleicht sollte ich mal basen. Gar keinen Fall. Wenn du auf gar keinen Fall sagst, muss es das Richtige sein. Und based, okay. Wir können natürlich auch der Karma helfen, aber das scheint mir nicht richtig. Nee. Ja, so zieht er. Into Rabadons sorgt für knackige AP-Zahlen. Die Karen ist ja richtig tanky. Die Karen macht ja richtig Damage. Okay, oh! Schade. Oh! Muss ich mir entgegenkommen, oder? Ach Mann. Oh Gott, der Sidestepper. Keiner gesehen. Nicht so gut. Da gehe ich dagegen! So, ich hatte mein letztes Hemd gegeben. Der kommt bei Penta! Der kommt, glaube ich, nicht wirklich. Will jetzt nicht enttäuschen, aber ich glaube, komm, der kommt. Komm! Ah, gut, das ist mittlerweile ein bisschen spät, aber. Gib mir Penta! Da ist er! Da kommt er nicht. Okay, also ich muss sagen, das war, ja. Also da hat man Damage. Ja, Leute. Das war's. Ich muss sagen, die Comp kann ich mit bestem Gewissen und rechtschaffen, bla bla bla, weiterempfehlen. Hat geböllert, ne? Kann ich nicht anders sagen. Super free. Hat geböllert. Leider hat sich jetzt mein Spielaufgang. Ich will euch ja noch den Damage zeigen. Oh, da kommt er. Halleluja, Alter. Der Damage kommt irgendwann. Ne? Ist ja Damage over time. Aber ich muss sagen, so ein Penta zum Abschluss war schon weg. Ja, ist okay. Bitte verhaften Sie mich nicht. Komm mal, Brücke, du kriegst sogar ein GG von mir. Dafür, dass du aussiehst wie ein Alien. Klasse, ja, 5 Erzrivalenmarken. Entschuldigung? Was? Der Soraka Skin. Persönlich oder was? Der Soraka Skin. Ach so. Ja, da war Damage im Haus, Jungs. Ja, kann ich sehr weiterempfehlen. Ne? War jetzt so FlexQ. Bitte kreuzigt uns nicht. Guckt bei Pocket vorbei. Ist eine geile Comp. Testet sie selber. Schreibt in die Kommentare irgendwas. Hauptsache der Algorithmus kickt. Tschüss und bis bald.